Mission haben wir. Jetzt können wir in die Richtung der Kanalisation stapfen. Obwohl, wir stellen einmal hier alles auf den Kopf. Vielleicht finden wir ja Geld und sowas. Geld. Teile, Medikit. Ja, genau, hier müssen wir auch nochmal kurz hin. Canderous. Keine Bewegung. Ich werde diesen Blaster benutzen, wenn es sein muss. Beruhigt euch, Kleiner. Wir haben schon zu viele Leute an diese verdammten Rakgul verloren. Weitere Tode durch ein nutzloses Feuergefecht ist das Letzte, was wir jetzt brauchen können. Wenn ich euch so anschaue, dann seid ihr aus dem gleichen Grund hier wie wir. Ihr wollt euch was aus den abgestürzten Raumkapseln der Republik holen. Wenn ich euch einen Rat geben darf, vergesst es. Tut euch einen Gefallen und verschwindet auf dem gleichen Weg, den ihr gekommen seid. Wer seid ihr? Das ist Canderous Ordo. Er ist der berühmteste mandalorianische Söldner in diesem Sektor der Galaxis. Das hier ist nicht der Ort für Gespräche. In den Slums wimmelt es von Rakgul. Ich habe schon ein halbes Dutzend Leute an diesem Monster verloren. Canderous, ich hab was gehört. Da drüben im Schatten klang wie ein Rakgul. Mir scheint, wir bekommen Gesellschaft. Macht eure Blaster fertig, Jungs. So, dann stürzen wir uns mal auf. Was? Gut, das ist ja der auf Level 2. Verdammt, ich habe David gesagt, dass diese Bergungsaktion keine gute Idee war. Seine Leute sind für so etwas einfach nicht ausgebildet und ich kann sie nicht alle beaufsichtigen. Okay, Jungs, wir verschwinden von hier, bevor ich noch jemanden verliere. Ich kann die ganzen Funde und ihr tut gut daran, das Gleiche zu tun. Selbst wenn ihr mit diesen Rakgul fertig werden solltet, ihr würdet hier ohnehin kaum noch was finden. David hat mich mit dieser zusammengewürfelten Truppe hierher geschickt, um in den Überresten der republikanischen Rettungskapseln zu wühlen, die nach dem letzten Raumgefecht hier heruntergekommen sind. Aber die Banden aus der Unterstadt waren vor uns da. Alles verwertbare Material aus diesen Kapseln ist jetzt in deren Händen. Das wird David nicht gerne hören. Wer seid ihr denn, ein Außenweltler? Jeder weiß doch, wer David ist. Er ist Mitglied der Tauschhändler. Ihr wisst schon, das interstellare Verbrechersyndikat. Schmuggel, Glücksspiel, Erpressung. David kontrolliert alles auf Taris. Deshalb arbeite ich für ihn. Aber in letzter Zeit hat er ein paar Probleme mit den Banden aus der Unterstadt. Los, Jungs, Aufbruch! Raus hier! Keine Lust mehr auf dieses Blabla. Ja? So, zurückreisen. Das ist natürlich immer etwas nervig, aber wie gesagt, ich will möglichst viele Punkte später erst verteilen, weil es jetzt einfach eine reine Verschwendung wäre, jetzt schon alles zu verpulvern. Klar. Ah, da sind Überreste. Medikit. Oh, das ist sehr praktisch. Da sind ganz viele Rakgul. Halt still! Attacke! Was? Auf geht's! So, klar. Das sind alles nützliche Erfahrungspunkte, die wir hier sammeln. Oh, da sind ganz viele Rakgul. Man findet später ein Gegenmittel gegen dieses Rakgul-Gift. Ah, kommt keiner rüber gerannt. Scheiße. Wurde nur der eine getroffen. Das kann man dann entweder für viel Geld an David verkaufen oder man gibt es einem Doktor aus der Oberstadt, der dann ein Gegenmittel mixt. Aber ich muss endlich mal ein paar Sachen sammeln hier. Geht ja gar nicht. Das geht nachher nicht. Sehr gut. Geröll. Gut, sammeln. Wir sammeln alles ein. Alles wird eingesammelt. Schüler des gelobten Land. So, das erste Tagebuch haben wir. Richtig, jetzt müssen wir das wieder zurück zu dem alten Kerl bringen. Und dann gibt er uns den Auftrag, die anderen Bücher zu suchen.
Bereit. Wo war die Splittermine da? Die wird jetzt entfernt. Ja? So, mal gucken, wo ist das Dorf? Das ist da hinten. Nee, Rettungskapsel. Unterstadt. Ah, wir müssen einmal rumlaufen. Ja, das ist eins dieser Anti-Dot-Kits. Das sind diese Anti-Gift-Dinger. Aber ja. Ah, da hinten ist eine Patrouille, da müssen wir auch gleich mal eben fix hin. Ja, müssen wir eigentlich nicht, glaube ich, aber... Naja. So, wir müssen mal eben zu dem alten Ruckel. Und die melden, guck mal, was wir hier haben. Und dann gibt uns den Auftrag, die anderen zu suchen. Seid mir erneut dann ist es, wie ich es befürchtet habe. Sie gehört, indem ihr meine Schülerin gefunden habt, habt ihr bewiesen, dass ihr würdig seid. Ihr seid gezeichnet, Oberweltler. Selbst meine trüben Augen können erkennen, dass ihr vom Mantel des Schicksals... Ich bin alt. Ich lebe schon seit Hund... Ich biete euch nun gut, Oberweltler. Wir müssen uns das Blabla von ihm anhören. Ihr kehrt... Das überspringe ich jetzt. Nach... Doch, die... Wie... Was hast... Jetzt... Die... Zackling... Ich hab... Doch, ich... Ja, Oberweltler. Ich fürchte, dass ich... Drei Tagebücher muss ich finden. So. Er hat uns jetzt einen Auftrag gegeben. Und er wird uns jetzt ein Angebot machen hier. Ihr habt mit Rukil gesprochen. Er hat euch sicher seine Geschichten über das gelobte Land erzählt, oder? Er hat euch alles über seine verschwundene Schülerin und die anderen verschwundenen Forscher erzählt, ja? Wisst ihr, die meisten Leute glauben seine Geschichten nicht. Sie glauben, er ist nur ein alter Narr. Doch ich denke, an seinen Ideen könnte etwas Wahres dran sein. Deswegen möchte ich ihn auch aufhalten. Für einen Ausgestoßenen geht es mir ziemlich gut. Das Dorf verlässt sich auf mich bei der Beschaffung von Nahrung und Vorräten. Ich bin ein wichtiger Mann. Wenn es Gendar nicht gäbe, hätte ich hier das Sagen. Ich schätze, wenn Gendar nicht wäre, sähe es hier noch viel schlimmer aus. Doch wenn Rukil das gelobte Land findet, bin ich geliefert. Die Leute werden sich nicht mehr auf mich verlassen. Ich werde ein Niemand sein, so wie die ganzen anderen Dorfbewohner auch. Ich werde das nicht zulassen. Ich möchte Rukil nicht eliminieren. Schade. Er stellt nicht das Problem dar. Es sind diese verdammten Erforscher, die vor ihm da waren. Was ist, wenn sie wirklich etwas entdeckt haben? Derartige Dinge haben sie sicher in ihren Tagebüchern niedergeschrieben. Ich werde euch gut bezahlen, wenn ihr mir die drei Tagebücher bringt, also die Tagebücher der zwei Erforscher und von Rukils Schülerin. Dann kann ich die Beweise zerstören und dafür sorgen, dass das gelobte Land nie gefunden wird. Ich habe bei meinen Geschäften hier genug Credits auf die Seite gelegt, um euch fürstlich zu bezahlen, wenn ihr mir helft. Ich werde darüber nachdenken. Sobald ihr alle drei Tagebücher habt, bringt ihr sie einfach mir und ich gebe euch eine großzügige Belohnung. Also dann, wollt ihr... Ja, gut. Gut, das ist jetzt das andere Angebot. Und da ich ja Dunkel eben spielen soll, wobei es stört mich nicht, ob die jetzt hier unten hocken oder nicht... gut. Hier lang. Hallo. Hier da, Zivilist. Das ist ein Sperrgebiet. Was habt ihr hier zu suchen? Wir können jetzt mit denen kämpfen. Das wäre aber unklug. Wirklich? Oh, dann seid ihr einer der Spurensucher, die der Commander schicken wollte, oder? Ganz ohne Eskorte. Ihr seid wirklich mutig. Ja. Wir haben schon eine Patrouille verloren. Diese verdammten Rakghul. Da unten wimmelt es von diesen Biestern und wir haben kein Rakghul-Serum mehr. Außerdem gab es schon mehrere Gefechte mit den Swoop-Banden aus den Slums. Wir sollten in der Oberstadt bleiben. Dort haben wir wenigstens alles im Griff. Jo. Seid ihr deshalb hier? Sollt ihr die Jungs suchen? Ich hätte nicht gedacht, dass die jemanden schicken. Sie waren in den südlichen Slums, als der Kontakt abgebrochen ist. Ich würde sie ja selbst suchen, aber ich muss erst die abgestürzten Rettungskapseln finden. Auch wenn das den Tod unserer Jungs bedeutet.
Warum gibt ihr die Suche nicht auf? Ich sollte dann mal... Schon klar! Ihr wollt nicht mit leeren Händen zum Commander, stimmt's? Geht uns genauso. Los, Patrouille, zurück an die Arbeit. So. Südlich des Dorfes, also hier irgendwo. Da hinten ist die Patrouille. Und da findet man auch dieses Rakul-Serum. Jetzt geht's los. Was? Wie war das? Oh, prima. Wie gesagt, das ist er hat es nicht anders gewollt. Aber das ändert sich halt nachher. Bereit. Ich wollte versuchen, also jetzt heute zumindest Taris fertig zu bekommen.